ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Kammerlands. Lustig. Ich dachte immer, das wäre ich. Reden. Ja. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Verdammt, du verfickter Söldner! Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Thank you.
Hey. Sag einfach Bescheid. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Perfekt. Hätte ich mir doch nur auch Lesestoff mitgenommen. Nach oben.
Menschen des Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die sterbende Bruderschaft. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Sternen Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Sternen Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Sternen Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Waren nicht da. Schau dir die Brandflecken an. Sind das Markierungen? Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Paladin Dance wartet drinnen auf dich, Rekrut. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Ödland der Hauptstadt sehen. Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Prytwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Wer ist ältester Maxon? Er ist ein gefährlicher Mann, ganz eindeutig. Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Sternen Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Prytwen jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Wir müssen noch so viel über unsere Fehler der Vergangenheit lernen. Und wie wir verhindern können, sie zu wiederholen. Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Prytwen abschaben. Von außen. Mit uns. Minigun vor dir ist geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen.
doch bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, Ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht. Und ich werde gern mein Leben geben, wenn es uns den Sieg bringt. Im Anflug auf den Flughafen. Die Bridwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kells auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. In dem sich alles ändern wird. Ich hoffe, du bist bereit. Zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxon deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pridwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Wie sieht ein richtiger Soldat aus? Ein Soldat sollte eine effiziente Tötungsmaschine sein. Kein Relikt aus der Vergangenheit, das dem Rest der Welt hinterherhechelt. Wenn Dance sich nicht für dich verbürgt hätte, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Außenstehende aufzunehmen hat sich in der Vergangenheit als schwerer Fehler erwiesen. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Was genau ist eure Mission hier? Das unterliegt der Geheimhaltung. Ältester Maxon wird gleich mit der Crew sprechen und er wird dir sicher all deine Fragen beantworten. Gibt es sonst noch was? Oder hast du verstanden, was ich dir gesagt habe?
Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxen mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Kannst du mir mehr über Ältester Maxen sagen? Ältester Maxen ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxen dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Ich kann jetzt nicht reden. Maxen wird gleich seine Ansprache halten. Hast du dich verlaufen? Maxen hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Willkommen an Bord. Ältester Maxen hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck.